Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Die englische Woche in der dritten Liga, der KFC Uerdingen gegen den SV Meppen. Stefan Krämer, seit März Trainer in Uerdingen, erst eine Niederlage. Heute wollte er endlich den ersten Heimsieg in der Duisburger Arena. Die Fans machten von Beginn an Stimmung und wollten das Heimfeeling endlich entfachen. Die erste Halbzeit hat aber nicht allzu viel zu bieten. Wir springen direkt mal in die 17. Spielminute. Der Gast aus Meppen im Angriff über die linke Seite. Vorne Wegner drin und dann das 1:0 für den SV Meppen. Was für ein kurioses Eigentor. Wegner mit der Bewegung und dann kommt Dorda, der den Ball unhaltbar für René Volland ins Tor hiefte. Sehr, sehr kurios die Führung für Meppen. Aber immer noch kein Meppener in dieser Saison mit einem Tor. Wir springen schon in die Schlussphase der ersten Halbzeit. War sehr viel Leerlauf. Der KFC mit der ersten Chance durch Oguzhan Kefkir aus der zweiten Reihe. Es fehlten ein paar Zentimeter. Machte viel Dampf Kefkir, aber er war der einzige. Krämer konnte nicht ganz zufrieden sein, forderte mehr Körpersprache von seinen Jungs. Und das setzten sie auch um in der zweiten Halbzeit. 4 Minuten gespielt, der KFC Uerdingen von Beginn an mit Druck, mit dem eingewechselten Dörfler. Hier ist Kefkir wieder am Ball, der trifft ihn sensationell und machte den Ausgleich zum 1:1. Oguzhan Kefkir, da war nichts zu halten für den Meppener Torhüter Jeroen Gies. Ein klasse Tor und direkt das umgesetzt, was Krämer wollte. Neidhardt war natürlich bedient. Doch die Meppener, die wurden stärker nach diesem Tor. Kamen wieder zum Angriff. 59. Minute. Kapitän Wagner mit einer scharfen Flanke auf den Kopf von Granatowski. Und der machte ein klasse Tor zur Führung für den Gast aus Meppen. Wagner schön gemacht mit Härte und Granatowski dann mit Präzision. Wieder die Meppener Führung. 70. Spielminute. Der KFC wollte diesen Ausgleich, kam wieder zum Angriff und Meppen schwächte sich dann selber. Gelb-rote Karte für Patrick Posipal. Hat da alles reingeworfen, wollte unbedingt diesen Torschuss verhindern. Der eingewechselte Ibrahimay war da das Opfer. Schiedsrichter René Rode hatte alles richtig gesehen. 9 Minuten später, seit dieser gelb-roten Karte, spielte nur noch der KFC Uerdingen vor allen Dingen auf den Außenpositionen. Kefkir, die Flanke auf Dörfler und der machte das 2:2. Der eingewechselte Johannes Dörfler, erst fast sich selber ausgedribbelt, aber dann dran geblieben. Gute Flanke reingebracht in den 16-Meter-Raum und hinten Dörfler mit Ruhe reingeschoben. Stefan Krämer konnte die Faust ballen. 2:2 der Spielstand. Dann aber wieder Meppen. Freistoß auf Marco Komenda. Der war unfassbar frei und hätte eigentlich das Tor machen müssen. René Vollert reagierte da brillant und verhinderte den Rückstand. Wir gehen jetzt schon in die Schlussphase. Die letzte Aktion. 90. Minute plus 3. Wieder Dörfler vorne am Ball. Der kriegt jetzt die Kugel zurück und reagiert sensationell mit dem Pass auf Musculus. 90 plus 3. Was für ein Wahnsinn. Krämer sprintet. 3:2 für den KFC Uerdingen. Diese dritte Liga ist einfach wahnsinnig. Und der KFC hat Druck gemacht. Alle Minuten da aufs Tor geschossen und am Ende war er dann drin durch den Eisschrank Lukas Musculus. Ich kann nicht sagen, dass wir mehr Qualität hatten jetzt als die Gegner, aber wir haben eine sehr qualitativ hochwertige Mannschaft, die Bank durchweg. Ja, und das sieht man dann, dass wir auch nachlegen können und ich hatte heute das Glück, dann das 3:2 zu machen. So sieht das aus, wenn du alles gibst und dann kurz vor Schluss so einen Nackenschlag einfängst, Christian Neidhardt. Wir haben alles reingeschmissen, was wir hatten. Die Derby-Niederlage wollten wir so schnell wie es geht vergessen machen. Und wenn du dann so verlierst, tut natürlich doppelt extrem weh. Ach, Fußball. Diesen Sport muss man einfach lieben. Vor allen Dingen diese verrückte dritte Liga. Der KFC feiert den Last-Minute-Sieg. 3:2. Und Meppen muss die Wunden lecken.